Die Schweizer Skifrauen vor der neuen Saison. Zwar eine ohne Großanlass, aber durchaus mit hohen Erwartungen. Für den Auftakt im Riesenslalom insbesondere von Wendy Holdener, der besten Technikerin im Team. Wenn man Riesenslalom richtig gut fährt, ist es eine ganz coole Disziplin. Ich bin zwar Top 7, das heisst Weltspitze, aber man hat gesehen, es braucht nur einen Schritt, damit ich wirklich Weltspitze bin. Und das ist meine Hoffnung, dass ich das Jahr gemacht habe und ja, auch noch weiter vorne mitmischen kann. Der letzte Winter war für Corinne Sutter der bislang erfolgreichste. In Ore gewann sie gleich 2 WM-Medaillen in den Speed-Disziplinen. Jetzt will sie den nächsten Schritt nach vorne machen und bestreitet nach 7 Jahren wieder einen Riesenslalom. Meine Erwartungen sind jetzt nicht mega gross. Es ist jetzt auch schön, mal so am Start zu stehen. Ich meine, ich kann nicht verlieren, ich gebe mein Bestes. Ich kann schnelle Schwünge zeigen im Riesenslalom. Klar, der Söldenhang ist nochmal speziell, halt, weil er recht lang steil ist. Aber eben, wir wissen jetzt dann erst im Ziel. In ihrer 11. Saison versucht Lara Gut-Berami an alte Erfolge anzuknüpfen. Hierfür arbeitete sie im Sommer erstmals mit einem eigenen Konditionstrainer. Der riesige Unterschied ist, halt, dass Alejo immer mit mir ist. Und, das kann man viel besser steuern. Und, das habe ich vielleicht vorher nicht gekannt, weil ich immer selbstständig trainiert, immer meinen Plan kriege. Das habe ich durchgezogen. Michel Gysin musste die letzte Saison wegen einer Verletzung vorzeitig abbrechen. Die Allrounderin bestritt im Januar ihr letztes Rennen. Davor hatte sie im Riesenslalom Aufwärtstendenzen bewiesen. Ja, dann mit der Verletzung war die Saison eh vorbei. Und darum bin ich jetzt mega gespannt, ob ich das Jahr anbringe, ob ich es umsetzen kann, ich trenne. Ich glaube, es ist jetzt wirklich der Moment gekommen, um das zu machen. Und ja, eben das ist genau so ein bisschen das, wo die Nervosität ein bisschen vergrössert. Aber ich freue mich auf alle Fälle. Jetzt wollen die Schweizer Skifrauen nachholen, was sie letzte Saison verpassten. Einen Riesenslalom-Podestplatz.